Okay, ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen und ich möchte auch wirklich nicht lange dafür brauchen. Also wenn es 8 ist, dann dürft ihr mir gerne sagen, dass es zu lange gedauert hat. Ich habe ein kleines Problem gehabt und das kleine Problem war, ich schreibe eine Webseite für einen Kunden und der möchte gerne Dokumente archivieren, Textdokumente, und zwar versioniert. Ganz klassische Geschichte. Also ich habe Textdokumente, die ich versioniert archivieren muss. Jetzt die Frage, wie gehe ich von einer Version auf die nächste? Was ich speichere, ist ganz einfach. Die Textdokumente sind klein genug. Ich speichere die gesamten Dokumente. Das heißt, wenn eine Version eingelegt wird, speichere ich eine komplette Kopie von dem Dokument. Jetzt habe ich aber das Problem, wie sehe ich denn, was sich zwischen diesen zwei Versionen verändert hat? Ich habe jetzt also gesucht nach Möglichkeiten, zwei Textdokumente so zu vergleichen, dass ich eine schöne Ausgabe kriege. Ist eigentlich ein sehr gängiges Problem, würde ich mal so sagen. Ich habe einfach mal geguckt, was es da gibt. Und das Erste, was man findet, ist in der Python-Bibliothek, die Difflib, die also ein Standardpaket ist und auch im Grunde genommen genau das macht, was wir haben wollen. Ich zeige kurz das Beispiel davon, das finden wir unten. Wenn wir zwei Texte haben, die wir vergleichen wollen, dann bekommen wir eben so eine Ausgabe hier gegeben, wo in jeder Zeile angegeben ist, ist die bei beiden gleich, da ist nichts vorne dran. Ist die in dem einen rausgenommen, also von A nach B rausgenommen, dann ist ein Minus vorne dran. Ist sie von A nach B dazugekommen, dann ist ein Plus vorne dran und dann gibt es noch diese speziellen Zeilen, die ein Fragezeichen vorne dran haben. Die sind sozusagen jetzt eine textuelle Beschreibung davon, was sich geändert hat. Also man sieht es hier an dieser Stelle, da sind eben die zwei Leerzeichen dazugekommen. Hier hat sich von Complex nach Complicated verändert und hier entsprechend von Complicated nach Complex. Das ist so auch schon ganz nett und ganz angenehm und da ist auch ein Tool dabei, das einem da helfen kann. Und ich habe jetzt einfach mal zwei Diffs gemacht. Ihr seht jetzt hier diese beiden Texte, die kommen gleich nochmal. I am the very model of a modern major general. Und da seht ihr auch gleich, da ist jetzt das Textmatching nicht ganz perfekt gelaufen. Das heißt, hier werden einfach alle 4 Zeilen markiert als ausgetauscht. Was genau da die Parameter sind, ist gerade mal nicht so wichtig. Das heißt, hier ist das Matching so ein bisschen, okay, das wäre für meine Anwendung in Ordnung, ja, aber das Matching ist nicht ganz perfekt. Ich habe noch ein zweites Beispiel. Dieses schöne Python-Programm ist ein lauffähiges Python-Programm, wo ich einfach Parameter verändert habe und hier sieht man in der Mitte, da hat das Matching funktioniert. Habe einfach die beiden Parameter ausgetauscht. Hat also ganz gut funktioniert. So, ich habe noch ein bisschen weiter geguckt, was es noch für Möglichkeiten gibt und es gibt von Google eine Bibliothek, die heißt Google Diff Match Patch. Die macht also 3 verschiedene Sachen. Die macht Diff, das ist genau das, was wir haben wollen. Compared to blocks of plain text and efficiently return list of differences. Schauen wir uns gleich die Demo an. Dann gibt es noch Match, das ist Fuzzy-Suche, also in einem Dokument suchen nach einem String, der so ähnlich ausschaut wie einer, den wir haben. Dann gibt es noch Patch, das ist eine sehr schöne Sache, wo ich Fuzzy-Patches machen kann. Gucken wir uns die 3 Sachen kurz an. Zu jedem gibt es eine Demo. Die erste Demo ist zum Thema Diff. Das ist auch das, was uns interessiert. Wir haben hier nochmal den Text von eben. I'm the very model of a modern Major General, und wenn ich jetzt hier definiere, dass ich keinen Cleanup haben möchte, dann kriege ich diese wunderbare Ausgabe. Sieht sie jeder am unteren Rand. Wo also in den Text einfach direkt reingeschrieben ist, was genau da verändert wurde. Das ist prinzipiell, ich kann es ein bisschen hoch machen. Sieht sie jeder? Das ist prinzipiell ja die richtige Ausgabe, aber ist eigentlich auch nicht so richtig das, was ich erwartet habe. Jetzt gibt es hier Möglichkeiten, so ein Cleanup einzustellen. Ich habe hier mal, also ich habe die 3 Möglichkeiten hier drin. Ich probiere das mal aus. Das sieht jetzt schon wesentlich besser aus, wo tatsächlich so ganze Textblöcke ausgetauscht werden. Und so ungefähr hatte ich mir auch dieses Diff-Format vorgestellt, dass man sehen kann, was genau dabei ausgetauscht wird. Jetzt gibt es noch eine weitere Option, die heißt Semantic Cleanup. Wo dann tatsächlich ja, dieser ganze Block ausgetauscht wird, was so eigentlich das Wichtige ist an der Stelle. Okay, jetzt gibt es noch 2 andere Möglichkeiten hier zu suchen, was zu machen. Das heißt Match, das heißt, da ist einfach eine Fuzzy-Suche drin. Wenn ich in diesem Text nach Slimy Tools suche, wird er vermutlich diese Stelle hier finden. Ja, ich möchte da gar nicht genauer drauf gucken, das ist einfach nur eine witzige Sache und er findet tatsächlich diesen String hier drin. Ist sehr schnell. Dann gibt es noch den Fuzzy Patcher, der hier Patches erzeugen kann aus eben so einem Diff.
Formate raus und die dann fuzzy anwenden kann. Das heißt, wir haben hier eine Version von Hamlet, die von Altenglisch nach normalem Englisch übersetzt worden ist. Und kriegen da diesen Diff hier raus. Und wenn wir den jetzt anwenden wollen auf die Star Trek-Version davon, dann geht also auch das hier. Ja, okay. Ist meiner Meinung nach eine Spielerei, aber ganz nett. Okay, Zusammenfassung. Was habe ich herausgefunden? Es gibt die Difflip, die macht im Grunde genommen das, was ich möchte. Es gibt die etwas bessere Google Diffmatch Patch Library, die macht auch das, was ich möchte, hat ein bisschen mehr Parameter, hat ein bisschen mehr Möglichkeiten einzugreifen, hat einen besseren Algorithmus. Und das sind so die zwei großen, die ich gefunden habe. Ich denke, es gibt noch eine Möglichkeit, den Differ von Mercurial zu benutzen, der ebenfalls in Python geschrieben ist, habe ich aber keine einfache Möglichkeit gefunden. Das heißt, da müssten wir das gesamte Mercurial-Paket dann reinholen und da hat man dann natürlich größere Abhängigkeiten.